Da schickte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen: Diesmal habe ich mich versündigt. Der Herr ist im Recht, ich aber und mein Volk sind schuldig. Bittet aber den Herrn, dass er ein Ende mache mit diesem Donner und Hagel, so will ich euch ziehen lassen, dass ihr nicht länger hier bleiben müsst. Mose sprach zu ihm: Wenn ich zur Stadt hinauskomme, will ich meine Hände ausbreiten zum Herrn, so wird der Donner aufhören und kein Hagel mehr fallen, damit du inne wirst, dass die Erde des Herrn ist. Ich weiß aber, du und deine Großen, ihr fürchtet euch noch nicht vor Gott, dem Herrn. So wurden zerschlagen der Flachs und die Gerste, denn die Gerste stand in Ehren und der Flachs in Blüte. Aber der Weizen und das Korn wurden nicht zerschlagen, denn es ist Spätgetreide. So ging nun Mose von dem Pharao zur Stadt hinaus und breitete seine Hände aus zum Herrn, und Donner und Hagel hörten auf und der Regen troff nicht mehr auf die Erde. Als aber der Pharao sah, dass Regen, Donner und Hagel aufhörten, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Großen. So wurde das des Pharao Herz verstockt, dass er die Israeliten nicht ziehen ließ, wie der Herr durch Mose gesagt hatte. Da sprach der Herr zu Mose: Geh hin zum Pharao, denn ich habe sein und seiner Großen Herz verhärtet, auf dass ich das dieses meine Zeichen unter ihnen tue, und auf dass du verkündigst vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder, wie ich mit den Ägyptern verfahren bin und welche Zeichen ich unter ihnen getan habe, damit ihr wisset, ich bin der Herr. So gingen Mose und Aaron hin zum Pharao und sprachen zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer: Wie lange weigerst du dich, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Weigerst du dich aber, mein Volk ziehen zu lassen? Siehe, so will ich morgen Heuschrecken kommen lassen über dein Gebiet, dass sie das Land so bedecken, dass man von ihm nichts mehr sehen kann. Und sie sollen fressen, was euch noch übrig und verschont geblieben ist von dem Hagel, und sollen die Bäume kahl fressen, die wieder sprossen auf den Feldern. Und sie sollen füllen deine Häuser und die Häuser deiner Großen und aller Ägypter, wie es nicht gesehen haben deine Väter und deiner Väter Väter, seit sie auf Erden waren, bis auf diesen Tag. Und er wandte sich und ging vom Pharao hinaus. Da sprachen die Großen des Pharao zu ihm: Wie lange soll dieser Mann uns Verderben bringen? Lass die Leute ziehen, dass sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Willst du erst erfahren, dass Ägypten untergegangen ist? Da wurden Mose und Aaron wieder vor den Pharao gebracht. Der sprach zu ihnen: Geht hin und dienet dem Herrn, eurem Gott. Wer von euch soll aber hinziehen? Mose sprach: Wir wollen ziehen mit Jung und Alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und Rindern, denn wir haben ein Fest des Herrn. Er sprach zu ihnen: O ja, der Herr sei mit euch, so gewiss wie ich euch und eure Kinder ziehen lasse.
Ihr seht doch selbst, dass ihr Böses vorhabt. Nein, nur ihr Männer zieht hin und dient dem Herrn. Denn das ist es doch, was ihr begehrt habt. Und man stieß sie hinaus vom Pharao. Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine Hand über Ägyptenland, das Heuschrecken auf Ägyptenland kommen und alles auffressen, was im Lande wächst, und alles, was der Hagel übrig gelassen hat. Mose streckte seinen Stab über Ägyptenland, und der Herr trieb einen Ostwind ins Land den ganzen Tag und die ganze Nacht, und am Morgen führte der Ostwind die Heuschrecken herbei. Und sie kamen über ganz Ägyptenland und ließen sich nieder überall in Ägypten, so viele wie nie zuvor gewesen sind, noch hinfort sein werden. Denn sie bedecken das, sie bedecken den Erdboden so dicht, dass er ganz dunkel wurde. Und sie fraßen alles, was im Lande wuchs, und alle Früchte auf den Bäumen, die der Hagel übrig gelassen hatte, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und auf dem Felde in ganz Ägyptenland. Da ließ der Pharao eilends Mose und Aaron rufen und sprach: Ich habe mich versündigt an dem Herrn, eurem Gott, und an euch. Vergebt mir meine Sünde nur noch diesmal und bittet den Herrn, euren Gott, dass er doch diesen Tod von mir nehme. Und Mose ging hinaus vom Pharao und betete zum Herrn. Da wendete der Herr den Wind, sodass er sehr stark aus Westen kam. Der hob die Heuschrecken auf und warf sie ins Schilfmeer, dass nicht eine übrig blieb in ganz Ägypten. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er die Israeliten nicht ziehen ließe. Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine Hand gen Himmel, dass eine solche Finsternis in Ägypten sei, dass man sie greifen kann. Und Mose reckte seine Hand gen Himmel, da ward eine so dicke Finsternis in ganz Ägyptenland 3 Tage lang. Und niemand den anderen sah, noch weggehen konnte von dem Ort, wo er gerade war, 3 Tage lang. Aber bei allen Israeliten war es Licht in ihren Wohnungen. Da rief der Pharao nach Mose und sprach: Zieh hin und diene dem Herrn. Nur eure Schafe und Rinder lasst ihr, aber eure Frauen und Kinder dürfen mit euch ziehen. Mose sprach: Willst du uns denn Schlachtopfer und Brandopfer mitgeben, die wir unserem Gott, dem Herrn, darbringen? Auch unser Vieh soll mit uns gehen. Nicht eine Klaue darf dahinten bleiben. Denn davon müssen wir nehmen zum Dienst unseres Gottes, des Herrn. Wir wissen nicht, womit wir den Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Aber der Herr verstockte das Herz des Mose, dass er sie nicht ziehen lassen wollte. Und der Pharao sprach zu ihm: Geh von mir und hüte dich, dass du mir nicht mehr vor die Augen kommst. Denn an dem Tage, da du mir vor die Augen kommst, sollst du sterben. Mose antwortete: Wie du gesagt hast, werde ich nicht mehr dir vor die Augen kommen. Und der Herr sprach zu Mose: Eine Plage noch will ich über den Pharao und Ägypten kommen lassen. Dann wird er euch von hier wegziehen lassen. Und nicht nur das, sondern er wird euch von hier sogar vertreiben.
So sage nun zu dem Volk, dass ein jeder sich von seinen Nachbarn und eine jede von ihrer Nachbarin silbernes und goldenes Geschmeide geben lasse. Und der Herr verschaffte dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Und Mose war ein sehr angesehener Mann im Ägyptenland vor dem Großen des Pharao und vor dem Volk. Und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt im Ägyptenland soll sterben, vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron sitzt, bis zum ersten Sohn der Magd, die hinter ihrer Mühle hockt, und alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein in ganz Ägyptenland, wie nie zuvor gewesen ist. Aber gegen ganz Israel soll nicht ein Hund gucken, weder gegen Mensch noch Vieh, auf das ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Dann werden zu mir her herabkommen alle diese deine Großen und mir zu Füßen fallen und sagen, zieh aus, du und alles Volk, das dir nachgeht, und daraufhin werde ich ausziehen. Und Mose ging vom Pharao mit grimmigem Zorn. Der Herr aber sprach zu Mose, der Pharao wird nicht auf dich hören, auf das meine Wunder noch mehr werden in Ägyptenland. Und Mose und Aaron haben diese Wunder alle getan vor dem Pharao. Aber der Herr verstockte ihm das Herz, sodass er die Israeliten nicht ziehen ließ aus seinem Lande. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, von dem an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. des Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinen Nachbarn, der sein Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von dem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen, noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen, bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen, als die hinwegeilen, es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen lassen und alle Erstgeburt schlagen, in Ägyptenland unter Mensch und Vieh, und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter.
ich, der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die dir das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlag. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung.